Tja, da waren sie nun mit dem Smutscher allein in ihrem neuen Zuhause. Aber sie haben sich nicht so wohl gefühlt wie ich vor meinem Haus auf der Bank, wenn ich hier sitz und meine Pfeife rauche, oder wie ihr, wenn ihr abends ins saubere Bett geht, vielleicht noch mit einem Kuscheltier, oder vielleicht erzählt euch Mama oder Papa noch was. Nee, so gemütlich war es nicht. Ganz im Gegenteil, es war dunkel, ziemlich dreckig, furchtbar eng, und den wenigen Platz, den es gab, versperrte das Smutchen noch mit seinem dicken Bauch. Es roch nach allerlei Essensresten und war stickig heiß von dem Herd. Da standen sie nun und starrten im Licht einer Kerze, und der Herd glut den fremden Mann an. Der war zwar ziemlich brummig, aber seine Augen blickten nicht unfreundlich. So, so, ein Schiffsjunge und eine Küchenhilfe. So, so. Wie heißt du denn? Antje. Und ich heiße Ole. Ah, das interessiert mich nicht. Hier an Bord bist du nur Moses. Ist das klar? Ja. Antje, ja. Also, heute Nacht braucht ihr nichts mehr zu helfen. Geht mal schlafen. Morgen zeige ich euch dann, was ihr so... Willkommen an Bord, willkommen an Bord. Sei still, Zolt. Kann man den Affen streicheln? Ja, meistens tut er einem nichts. Nur wenn Pepper schlechte Laune hat, dann reißt er den Leuten gerne die Haare aus. Darum habe ich auch so wenig. Er reißt die Haare aus? Ja, und schmeißt sie in den Suppentopf. Nein. Also, Pepper wird sich schon an euch gewöhnen und ihr an ihn. Ja, das Leben hier an Bord ist ja eigentlich nichts für Kinder. Nein. Aber keine Angst, bei mir seid ihr gut aufgehoben. Also jedenfalls, solange wir nicht geentert und beschossen werden. Dann kann ich euch natürlich auch nicht beschützen. Beschossen? Wie denn beschossen? Na, beschossen eben. Weißt du nicht, was Schießen ist, so mit Kanonen? Aber warum sollte uns jemand beschießen? Na, wenn er sich verteidigen will. Na, seht ihr da das Loch? Da ist vor 2 Jahren eine Kugel durchgesaust und da vorne im Balken stecken geblieben. Eine spanische Fregatte war es. Die hat uns ganz schön zugesetzt. Aber... Wieso haben die denn geschossen? Nein, nur guckt mal nicht so entsetzt. So schlimm wird's ja selten. Das war, glaube ich, so die erste Kugel in etwa 25 oder 30 Seegefechten, die hier in die Kombüse eingeschlagen ist. Seegefechten? Ja. Aber wieso denn Seegefechten? Oh. Ach, Kinder, ich ahne ja Schlimmes. Ihr wisst wohl gar nicht, auf was für einem Schiff ihr hier seid, wie? Auf einem Handelsschiff. Oder nicht? Nein, mein Junge, nein. Wir sind Piraten. Wir kreuzen überall auf den Meeren und warten darauf, dass ein wehrloses Handelsschiff kommt, das wir dann überfallen und ausrauben. Ein Piratenschiff? Ja, so ist es, ja. Willst du auf den Schreck einen Schluck rum? Nee, lass mal. Lieber nicht, da wird der Schreck vielleicht noch größer. Aber Schiffe überfallen, das dürft ihr doch nicht. Nein, das dürfen wir nicht. Nein, aber stell dir vor, wir tun's trotzdem. Man kann nämlich ganz schön reich dabei werden. Naja, ich weiß, hier sieht es ja nicht sehr nach Reichtum aus, aber alle unsere Beute wird gut versteckt. Ja, und jeder, der ausscheidet, der kriegt seinen Teil. Nun kann man sich einen guten Lebensabend machen. Weißt du, ich werde mir dann ein Häuschen kaufen mit einer Bank im Garten oder mit Blick aufs Meer. Mein Pfeifchen rauchen und die Flasche rum, die steht daneben und dann werde ich von den Abenteuern erzählen. Aber das ist böse, den Leuten was wegnehmen, was euch nicht gehört. Ach, weißt du, Mädchen, die Leute, denen wir etwas wegnehmen, die haben es vorher anderen weggenommen. Das sagst du nur, weil du nicht zugeben willst. Das stimmt. Nehmen wir zum Beispiel eine spanische Fregatte. Das Gold, was wir ihr rauben, haben die vorher den Indianern weggenommen. Oder angenommen, wir überfallen einen Engländer, der von den westindischen Inseln kommt. Woher haben die denn den Reichtum?
weil sie die armen Negersklaven für sie schuften lassen auf ihren Plantagen. Siehst du? Wer hat schon ein Recht auf seinen Reichtum? Dann müsstet ihr es den Indianern oder den Negersklaven zurückgeben, aber nicht selbst behalten. Ja, das ist eigentlich logisch, was du da sagst. Du bist wohl ein kleiner Philosoph, was? Keine Ahnung, was das ist, aber es ist jedenfalls nicht richtig, dass ihr Piraten seid. Was heißt hier ihr, mein Junge? Wir, musst du sagen. Denn du bist jetzt auch einer. Du bist einer von uns. Willkommen an Bord, willkommen an Bord. Nein, ich bin kein Pirat. Ich will auch keiner sein. Na, regt euch mal nicht auf, meine lieben Kleinen. Ihr müsst ja nicht mitkämpfen. Wenn ich mir vorstelle, du würdest eine Muskete abfeuern. Der Rückstoß, der würde dich auf der anderen Seite über Bord werfen. Nein. Wenn es hart auf hart geht, bleibt ihr schön hier und passt auf, dass die Suppe nicht kalt wird, damit wir nach dem Kampf was Ordentliches in den Magen kriegen. Ich habe keine Angst, aber ich bin kein Pirat. Ich bin ein anständiger Mensch und tue nichts Böses. Mein lieber Moses, was meinst du wohl, wie viel Gutes in meinem Herzen ist? Aber das ändert nichts daran, dass ich ein Pirat bin. Ich bin auf einem Piratenschiff und du auch. Meinst du, wenn wir mal von einem Regierungsschiff gefangen genommen werden, die machen dann einen Unterschied? Oh, da kommen alle an den Galgen oder wenn wir Glück haben, in den Kerker. Und wenn die feindlichen Kanonenkugeln heranfliegen, meinst du, die treffen nur die Bösen? Ja, und wenn wir bei Flaut auf hoher See treiben und Durst haben, weil das Wasser alle ist und die Zähne fallen aus, weil wir kein frisches Gemüse und Obst kriegen, oder wir haben Hunger oder die Pest an Bord, dann bist du einer von uns, mein Lieber, ganz egal, ob du willst oder nicht. Nun, Antje, nun weine mal nicht, kleine Antje. Ich hab doch übertrieben. So schlimm wird's bestimmt nicht. Hat mir nur einen großen Spaß gemacht. Alter, ganz bestimmt, ja. Ich will aber kein Pirat sein. Piraten sind böse. Ja, du, ich will nicht dick sein, aber ich bin es trotzdem. Ob du willst oder nicht. Du bist jetzt ein Pirat. Ja. Pirat Moses. Unser kleiner Pirat. Ole der Pirat. Willkommen an Bord.